Hoor zijn. Moment. Dat is toch zout om? Dat moest toch geen moeite. Mutti, der ist mal wieder total vertrollt, nicht? Peterchen, du sollst nicht so über deinen älteren Bruder sprechen. Über Fremde darf ich aber, ja? Ja, ja, das darfst du. Nein, das darfst du natürlich nicht. Guten EV, nachdem Sie also die Einwilligung Ihres Herrn Gemahls als sicher unterstellen, will ich Ihnen nunmehr unterbreiten, wie ich mir die Karriere von Ihrem Freund Tochter vorstelle. Wie heißen Sie denn eigentlich wirklich? Jetzt will er es aber ganz genau wissen. Müller, mit zwei weichen Öls. Sie. Mich werden Sie nicht blöd machen. Nee, den Eindruck habe ich auch. Sie sind es bereits. Ja, Herr Müller, was hat man denn mit Ihnen gemacht? Verleugnet hat man mich. Mich und das Auto. Aber die werden noch draufkommen. Alle. Ja, wie kamen Sie zum Beispiel auf diese Schnapsidee, dieses unmögliche Vehikel nach Hause zu bringen? Sie haben doch nicht im Ernst, dass einer Ihrer Familie mit diesem sogenannten Auto fährt. Sind Sie der Inhaber dieses vorsintflutlichen Autos, das da draußen auf der Straße steht? Nein. Oder Sie? Nein. Oder Sie? Ja. Ja, ja! Schreien Sie doch nicht so, wenn hier einer schreit, bin ich es, merken Sie das bitte! Meine Herrschaften, mal alle herhören! Ja? Gut so? Entzücken, die Sünderin in Person. Na, 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 na. Schulze, schauen Sie mich bloß nicht so schlampig an, das geht mir ja durch Mark und Bein. Das soll es auch.